Migiano befindet sich auf der nördlichen Seite des Capo di Leuca und hat ca. 3500 Einwohner. Das bewohnte Gebiet grenzt an den Gemeinden von Ruffano, Montesano Salentino, Trigase und Specchia an und erstreckt sich über ein flaches Gebiet, das im Westen von den salentinischen Anhöhen geschützt wird. Migiano beansprucht eine kraftvolle Begabung für die Industrie, besonders für die Produktion von Einfassungen und Einrichtungsgegenständen. Die Gemeinde ist in der Umgebung als Stadt des Holzes und des Möbels bekannt. Wertvolle archäologische Auffinden beweisen die alte Anwesenheit der Menschen in diesem Ort. Bemerkenswert sind die Studien, die in der Ortschaft Pozzelle gemacht wurden, wo es vermutlich eine Casale, Gruppe von Häusern aus dem Mittelalter gab, die danach im Laufe der Zeit verlassen wurden. Laut der dokumentarischen historischen Tradition beginnen die feudalen Heldentaten von Migiano schon während der Herrschaft der Normannen. Zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert lebt die Casale eine blühende Zeit aus dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gesichtspunkt. Dank den drei Adelsfamilien des Salentos, Lubelli, Gallone, Fürsten von Trigase und Werner Leone, die letzten Lehensherren. Die unterirdischen Ölmühlen der Gemeinde gehen zur Jahrhundertwende zwischen dem 17. und 18. Jahrhundert zurück und beweisen eine intensive und lebendige industrielle Tätigkeit, die mit der Produktion und dem Verkauf des Öls verbunden ist und die Wirtschaft von Migiano jahrhundertelang gekennzeichnet hat. Noch heute entwickelt sich die Wirtschaft in der Agrarproduktion und konzentriert sich besonders aufs Beststellen des Olivenbaums. Auf dem Land von Migiano erstrecken sich weite grünende Olivenhaine. In den letzten Jahren hat sich die Produktion des nativen Olivenöls immer mehr verbessert. Die berühmten biologischen Bauernhöfe versichern die Qualität und die Biodiversität des erlesenen Öls des Gebiets. Die ländliche Landschaft ist unverfälscht und von den typischen Trockenmauerwerken umgeben, die die typischen alten Architekturen des südlichen Salentos beweisen. Wenn man entlang das Land von Migiano spaziert, kann man die sogenannten Pajare bewundern, ländliche Gebäude aus Trockenmauerwerk gebaut. Die Pajare wurden als Lagerungen verwendet. Während den wärmeren Monaten wurden sie auch von den Bauern als Wohnungen genutzt. In Migiano verbindet sich die Handelstradition mit der Erneuerung auf dem modernen Messegelände. Es findet hinter dem Rathaus auf der Straße, die nach Trevisano führt, statt. Im Oktober ist nämlich Migiano Sitz der renommierten Expo 2000, die regionale Messe der Industrie, des Handwerks und der Landwirtschaft des Südsalentos, die für die Förderung und die Aufwertung der Produkte der salentinischen Kultur gegründet wurde. Die Schönheiten von Migiano sind von der typischen Gastfreundlichkeit des südöstlichen Salentos bereichert.
Wenn man unter den typischen Gässchen der Ortsmitte von Migiano spaziert, entdeckt man leicht die Anmut der salentinischen Schlichtheit und Echtheit und versenkt man sich in den warmen Farben des Carparo, typisch Kalkrenitstein. Das Herz des bewohnten Gebiets zeigt verschiedene Arten der typischen Architektur des Landes von Otranto, mit den feierlichen Formen der Adelshäuser, die hoheitsvoll auf den engen Gässchen hervorragen. Sie beweisen die Familienüppigkeit durch die heraldischen Wappen und die kleinen privaten Jugendfreizeitstätten. Im Herzen der Stadt bemerkenswert ist das glatte Bossenwerk, das die alten Portale umrahmt, die nach dem Geschmack aus dem 17. Jahrhundert gehauen wurden. Das Volksbauwesen ist dem Besucher auf dem typischen Casa a Corte gut sichtbar. Das heißt, typische Gruppe von ländlichen Häusern, die um eine gemeinsame freie Fläche aufgestellt werden. Die Höfe brachten der Familie mehr Sicherheit und hier gab es verschiedene gemeinsame Dienste, sowie die Zisterne für die Wassersammlung, die Waschwanne und kleine Lagerungen für die Erhaltung von den Werkzeugen und von Nahrungsmitteln. Im Herzen des bewohnten Gebiets findet man das kleine Oratorium Heiliges Oronzio, Beweis der schlichten religiösen Devotion der Gemeinschaft von Migiano. Ganz oben sticht noch der Glockengiebel hervor, der den heiligen Erzbischof aus Lecce erinnert. In der Vergangenheit wurde er gegen die Infektionskrankheiten angepflegt. Auf dem Platz des Rathauses steht die Säule des Schutzpatrons Heiligen Vinzenz von Valencia, die im Jahr 1772 von den Einwohnern von Migiano errichtet wurde. Was auf dem Platz hervorsticht, ist das Rathaus. Es wurde vor kurzem restauriert und hat auf der Spitze die Flötenuhr und den kleinen Glockenturm der Stadt. Im Inneren des Gebäudes können die Besucher sich dem touristischen Infopoint der Gemeinde von Migiano zuwenden und eine Führung in der schönen Ortsmitte reservieren. Hoheitsvoll ist der Palazzo Vernaleone, der jahrhundertelang die feudale Macht dargestellt hat. Das Gebäude stammt aus dem 16. Jahrhundert, obwohl es im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verändert wurde, bis es völlig die alte militärische Physiognomie verlor. Wenn man Richtung Heilige Barbara Straße weitergeht, findet man den schönen Stadtpark, der mit der Adelsvilla Episcopo angrenzend ist. Auf einer Fläche von einem Hektar erstreckt sich die erlesene an steineichenreiche Grünfläche von der Gemeinschaft von Migiano. Hier treffen sich die Jugendlichen und die Familie der Ortschaft. Der Park bietet dem Besucher verschiedene Tätigkeiten, Unterhaltungen und sportliche Aktivitäten. Es kann sehr angenehm sein, sich in der unbefleckten Natur des Stadtparks von Migiano zu versenken und die typische Flora der Macchia Mediterranea wenige Schritte von der Ortsmitte zu genießen. Die Kirche von Migiano ist dem Schutzpatron der Stadt, Heiligem Vinzenz, gewidmet. Das ursprüngliche Gebäude, das aus dem 16. Jahrhundert stammt, wurde im Laufe der Jahrhunderte mehrmals verändert. Heute scheint die Fassade schlicht und schmucklos. Die drei Eingänge und die drei Nischen
behalten die Statuen der heiligen Apostel Peter und Paul und das Bildnis heiligen Vinzenz auf dem Haupteingang auf. Das vor kurzem restaurierte Gebäude hat im Inneren ein weites Kirchenschiff, das von den Kapellen und dem Seitenaltär umrahmt ist. Bemerkenswert ist das Gemälde vom Jahr 1616, das vermutlich von dem Maler aus Nardò Antonio Donato d'Orlando bemalt wurde. Die Szene zeigt in der Mitte der heilige Schutzpatron Vinzenz, während er vom Himmel den heiligen Schein und die Palme bekommt. Unten auf den Seiten werden einige hagiografische Ereignisse, wie zum Beispiel das Martyrium, auf dem Gitter dargestellt. Am Fuße der Gemälde befindet sich die Statue des Heiligen, die von der Nische mit dem Wappen des Universitas von Migiano gestützt ist. Es stellt das Komphanon der Gemeinde dar, ein Apfelbaum. Die Rokoko-Dekorationen und die wertvollen farbigen Ornamente aus Stuck zeigen sich auf dem Altar der Jungfrau vom Berge Carmel. In der Mitte des Gemäldes wird die Madonna mit dem Kind dargestellt, während sie das Kapulier den Seelen im Fegefeuer anbietet. Oben in dem gewundenen Gesims enthalten, zeigt sich ein Gemälde heiligen Oronzo, der laut der Tradition der erste Bischof von Lecce war. Wenige Meter von der Pfarrkirche entfernt ist die charakteristische Grotte der Umarmung, die heute Sitz des Museums von Migiano ist. Hier findet man Funde, Manufakturen und liturgische Habite, die die Geschichte der Pfarrkirche von Migiano erzählen. In der Nähe des Friedhofes von Migiano befindet sich die interessante Krypta Heiliger Marina, wichtiges Denkmal des Salentos, das die religiöse italienisch-griechische Kultur dieses Gebiets beweist. Sie befindet sich unter der gleichnamigen kleinen Kirche, die während der modernen Zeit gebaut wurde. Die Krypta entwickelt sich auf drei unterirdischen Räumen. An den Wänden sind noch heute wichtige Fresken sichtbar, die nach den Wissenschaftlern zwischen dem 11. und 14. Jahrhundert bemalt wurden. Das Fresko der heiligen Marina wurde dagegen später bemalt. Die Heilige wird laut der Ikonografie mit Palme und Hammer dargestellt, während sie versucht, einen Drachen zu unterjochen. Unter den Bevölkerungen des südlichen Salento wird heilige Marina gegen die Gelbsucht, auch als Male d'Arco bekannt, erbittet. Die byzantinischen Gestalten sind auf dem Fresko der Dormitio Virginis deutlich, das älteste Bildnis der Krypta. Die Szene stellt die Dormitio von Maria dar. Sie liegt unter den vielen Aposteln, die ihre Exequien preisen. Im oberen Teil bemerkt man die Gestalt von Christus, der die Seele der Jungfrau aufnimmt, die ikonografisch als Eidolon bekannt ist. Andere Fresken verschönen die Krypta, wie zum Beispiel das Bildnis heiligen Nikolaus aus Myra, der oft unter den italienisch-griechischen Bereichen anwesend ist. Das Eintopfen fungierte vermutlich ursprünglich als Grab. Das wurde von den letzten Studien angenommen. Die Krypta heiliger Marina von Migiano gehört zum wertvollen byzantinischen Erbe.
Diese Kultur hat sich im Salento jahrhundertelang in der italienisch-griechischen Identität entwickelt.